Viele wiedergeborene Christen fiebern mit Israel, solidarisieren sich und ergreifen Partei für Israel und fiebern mit, zeigen quasi Flagge und vieles mehr. Ist das eigentlich der Auftrag der wiedergeborenen Christen? Ist das überhaupt biblisch? Haben wiedergeborene Christen einen bestimmten Auftrag in Bezug auf Israel? Diese und weitere Fragen werden jetzt beantwortet, also bleibt dran. Zunächst muss man festhalten, dass das Volk Israel, das auserwählte Volk Gottes, ist für die Erde und das Volk Israel hat ausschließlich irdische Verheißungen und irdische Segnungen und Gott hat es auserwählt bei Grundlegung der Welt zu einer exponierten Position unter allen Völkern, indem Gott dem Volk das Gesetz gegeben hat, besondere Vorrechte gegeben hat, also ein auserwähltes Volk Gottes für die Erde. Dagegen ist die Ekklesia, die Gemeinde Gottes, die Braut Christi, das auserwählte Volk für den Himmel. Und die Ekklesia hat himmlische Segnungen, also Segnungen und Verheißungen in den himmlischen Örtern. Und die Ekklesia wurde nicht körperschaftlich auserwählt, aber jeder einzelne wiedergeborene Christ wurde auserwählt vor Ewigkeit und nicht bei Grundlegung der Welt. Nun, zunächst müssen die wiedergeborenen Christen anerkennen, dass es einen Heilsplan Gottes gibt. Gott hat einen Heilsplan, der ist verlässlich und präzise. Und dieser Heilsplan umfasst eine Heilslinie für das Volk Israel, aber auch für die Gemeinde, für die Braut Christi. Das sind zwei verschiedene Entitäten. Aber eben umfasst dieser Heilsplan auch eine Heilslinie für das Volk Israel. Diese ist beschrieben in all den Propheten, auch im Römerbrief, im Galaterbrief. Und diesen Heilsplan wird Gott ausführen nach seinem Zeitplan und nach seinem Willen. Aber dieser Plan ist verlässlich und präzise. Und da sind die wiedergeborenen Christen weder ein Ratgeber Gottes, noch wissen sie einen besseren Plan. Sie haben auch keinen Plan B. Und noch können wir diesen Plan umbeten oder wegbeten oder verändern. Der Heilsplan Gottes ist definiert und Gott wird ihn so ausführen. Das müssen wir anerkennen. Zum Zweiten müssen die wiedergeborenen Christen anerkennen und akzeptieren, dass das Volk Gottes jetzt und heute unter dem Gericht Gottes steht. Es ist zwar nicht endgültig verworfen, verstoßen, aber es ist temporär beiseite gesetzt aufgrund ihres Unglaubens und aufgrund dessen, dass sie den Messias, den Herrn Jesus, nicht als ihren Messias angenommen haben. Deshalb steht es jetzt und heute unter Gericht. Dieses Gericht besteht zum einen in der Zerstreuung, also Diaspora, globalen Zerstreuung des Volkes Israel, und zum zweiten in der Verstockung, dass sie den Herrn Jesus als Volk nicht erkennen können als ihren Messias, wenn auch einzelne Juden natürlich sich bekehren können, sind die Juden als Nation aus diesem edlen Ölbaum der Verheißungen herausgeschnitten, herausgebrochen. Und das ist das Gericht bis zur Entrückung. Nach der Entrückung, also nach der Wegnahme der Braut Christi, der Ekklesia, gibt es eine siebenjährige Gerichtszeit. Und am Ende der siebenjährigen Gerichtszeit wird der Herr Jesus wiederkommen auf die Erde mit der Ekklesia, mit der Braut Christi. Und in dieser siebenjährigen Gerichtszeit, also nach der Entrückung, wird Gott diesen Heilsplan mit dem Volk Israel wieder aufgreifen. Und dann findet zum einen nochmal eine Läuterung des Volkes Israel statt, also viele Gerichte für das Volk Israel, aber auch eine geistliche Wiederherstellung. Wir haben jetzt eine staatliche Herstellung, diese Staatengründung 1948. Das sind diese Knochen aus diesem Knochental zusammengerückt. Aber es ist noch kein Leben. Es ist Fleisch dran und Sehnen, aber noch kein Leben. Also die geistliche Wiederherstellung findet erst nach der Entrückung statt. Dann werden viele Juden den Herrn Jesus endlich als ihren Messias, als ihren Retter anerkennen und werden dann zum Glauben kommen. Nicht alle, viele werden auch den Antichrist annehmen, der da aufstehen wird, aber viele Juden werden den Herrn Jesus annehmen. Und dann am Ende der siebenjährigen Drangsalszeit, wenn der Jesus wiederkommt, wird er alle zerstreuten Gläubigen aus diesen 12 Stämmen zu sich sammeln nach Jerusalem und sie dann überführen in das tausendjährige Reich. Und bis dahin
wird Israel keinen Frieden haben. Es steht jetzt unter Gericht und das müssen die wiedergeborenen Christen anerkennen und akzeptieren. Auch das können wir nicht wegbeten, umbeten oder verändern. Das Volk Gottes steht jetzt unter Gericht. Drittens, was ist denn eigentlich das Ziel, die Berufung, der Schwerpunkt der wiedergeborenen Christen? Haben wir einen besonderen Auftrag für Israel? Definitiv nicht. Wiedergeborene Christen haben drei große Aufgabenschwerpunkte. Zum einen die Anbetung des lebendigen Gottes. Denn Gott sucht Anbeter. Also wir wiedergeborene Christen sollten Gott, dem Vater und Gott, dem Sohn, dem Herrn Jesus, alle Ehre geben, sollen sie anbeten. Das ist die Prio Nummer eins. Die Priorität Nummer zwei ist die Erbauung des Leibes Christi, der Gemeinde. Dafür hat Christus und der Heilige Geist uns Gaben gegeben, die wir einsetzen können, um den Leib Christi zu erbauen. Das ist die Priorität Nummer zwei. Wir werden in jedem Brief aufgerufen zur Geschwisterliebe, zur Bruderliebe, aber nicht zur Israelliebe. Also hier sollten wir Christen uns fokussieren, der Dienst an den Geschwistern zur geistlichen Auferbauung. Und dann der dritte Fokus ist, umfasst alle Menschen. Wir sollten alle Menschen das Evangelium bringen. Das schließt natürlich das Volk Israel, die Juden, mit ein. Aber auch da spielen sie keine exponierte Rolle. Wir sollten genauso den Palästinensern und allen Völkern das Evangelium bringen. Also Anbetung, Auferbauung des Leibes und die Verbreitung des Evangeliums. Zu einer expliziten Israel-Liebe werden wir nicht aufgerufen. Wir haben keinen spezifischen Auftrag für Israel. Des Weiteren sollten die wiedergeborenen Christen den christlichen Glauben nicht politisieren. Wenn es einen Nahostkonflikt gibt, sind alle oder viele Kinder Gottes, Christen, plötzlich Nahostexperten, gehören zum Beraterstab von Netanyahu, gehören zur israelischen Diplomatie. Wiedergeborene Christen haben keinen politischen Auftrag. Wir müssen uns nicht politisch engagieren und auch nicht positionieren. Unser Fokus ist das Reich Gottes, die himmlischen Segnungen, dort ist unsere Heimat und wir sollten uns fokussieren auf diese drei Dinge, die ich vorhin genannt habe und uns nicht verzetteln mit politischen Diskussionen und Politisierung des christlichen Glaubens. Was auch zu beobachten ist, dass bei einem Nahostkonflikt gibt immer wieder Anlass, die Prophetie falsch auszulegen. Immer wieder werden dann prophetische Aussagen auf die heutige Zeit bezogen, die sich aber gar nicht auf die heutige Zeit eigentlich beziehen, sondern meistens auf die Drangsalszeit, auf die siebenjährige Gerichtszeit. Aber diese Aussagen werden rausgegriffen und man versucht damit, politische Geschehnisse zu deuten. Aber das führt meistens zu falschen Lehren, zu Verwirrung und zu Ängsten unter den Gläubigen. Also was ist denn nun der Auftrag der wiedergeborenen Christen in Bezug auf Israel? Sie sollten das tun, was sie auch für alle Menschen tun, nämlich für sie zu beten, dass sie den Herrn Jesus annehmen als ihren Retter. Dass so viele wie mögliche Juden den Herrn Jesus annehmen als ihren Heiland, als ihren Retter. Das sollten wir tun, nicht mehr und nicht weniger. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen und hat dir geholfen, das Thema besser zu verstehen. Falls du noch weitere hilfreiche Videos sehen willst, dann abonniere doch am besten gleich den Kanal und schaue dir nun dieses hilfreiche Video an.